Ein Bild, an das sich auch Frankreich wird gewöhnen müssen. Die drastisch verschärften Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gelten seit Montagmittag. Raus darf nur noch, wer zur Arbeit oder zum Arzt muss, einkaufen geht, unbedingt Hilfe leisten muss, seinen Hund Gassi führt oder alleine Sport treibt. Innenminister Christophe Castaner bezeichnete die Maßnahmen als die strengsten in Europa. Die Regeln sind einfach und die allgemeine Regel ist noch viel einfacher, sagte er. Bleiben Sie zu Hause. Die Regierung kündigte zudem an, den Bahnverkehr weiter einzuschränken. In der kommenden Woche soll nur noch die Hälfte der Züge fahren. Viele Pariser nutzen den Vormittag, um aufs Land zu fliehen. Ich fahre zu meinen Eltern, um mehr Platz zu haben und ins Grüne gehen zu können, damit ich in Paris nicht verrückt werde. Die Einschränkungen gelten in Frankreich zunächst für 14 Tage, Verlängerung möglich. Damit wird auch dieses Bild vorerst bleiben. Menschen, die Schlange stehen, hier vor einem Supermarkt, denn Läden lassen ihre Kunden nur noch nach und nach rein. Eigentlich soll dadurch enger Kontakt vermieden werden. Aus Angst vor einem totalen Ausgehverbot machten viele in den vergangenen Tagen Hamsterkäufe. Offenbar gab es auch Lieferprobleme, wie hier zu lesen ist. Die Regale würden aber am kommenden Tag wieder aufgefüllt. 100.000 Polizisten sollen die Befolgung der Regeln überwachen. Bei Zuwiderhandlung drohen Geldstrafen.